Mache ich. Bis gleich. Tschüss. Okay, ich glaube, die Luft ist rein. Ich stehe jetzt im Aufzug und oh mein Gott. Leute, erstmal hallihallo zu meinem neuen Video. Ich werde den Julian heute pranken. Wartet, ich setze mich erstmal ins Auto und dann erkläre ich euch alles in Ruhe. Also, ich sitze jetzt im Auto in unserer Tiefgarage und hier werde ich jetzt auch dem Prank überbleiben. Und ich erzähle euch jetzt erstmal, was ich machen will. Ich habe dem Julian jetzt erstmal gesagt, dass ich zu meinen Eltern fahre, zu meiner Mama. Ich habe die ein paar Tage nicht mehr gesehen und ich habe auch noch einen Schlafanzug von der, den sie mir ausgeliehen hat, bla bla bla. Habe ich sogar mitgenommen, damit hier das auch richtig realistisch alles rüberkommt. Ich möchte mal so einen kleinen Treue-Test durchführen. Wir waren vor ein paar Tagen feiern, hatten einen richtig coolen Abend, haben viele Leute kennengelernt und da war so ein Mädel, mit dem hatte eigentlich nur Julian Kontakt und eigentlich haben nur die beiden getanzt und so. Ich kenne die eigentlich gar nicht und auf jeden Fall haben die beiden dann am Ende Nummern ausgetauscht, was voll okay ist, wir sind da mega locker bei sowas. Jetzt habe ich mir gedacht, ich manipuliere sein komplettes Handy und ich habe es auch wirklich geschafft. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video so hart durchgeplant. Also ich habe auf jeden Fall eben sein Handy ihm abgenommen, beziehungsweise es lag halt einfach in der Wohnung rum und dann habe ich es mir genommen, ohne dass er es halt gemerkt hat. Und habe ihren Kontakt gelöscht und habe meine Nummer als ihre Nummer ausgegeben. Das heißt, ich habe meinen Namen unter Jana abgespeichert. Und habe den kompletten WhatsApp-Verlauf, den er mit ihr hatte, nachgefaked. Das heißt, ich habe immer mit Julians Handy, mit meinem Handy, mit Julians Handy, mit meinem Handy immer so hin und her geschrieben und habe irgendwie so die letzten drei Seiten, wenn man hochscrollt, alle gefaked und abgetippt. Sogar die Bilder habe ich mir abgespeichert und neu gesendet und so ein Scheiß. Also es sieht wirklich richtig, richtig echt aus. Wie krass ist das bitte? Ich bin jetzt schon mega begeistert, weil ich das alles so hinbekommen habe. Hier, ich werde jetzt mal die andere Kamera aufstellen, habe ich noch mitgenommen. Und weil mein Handy brauche ich ja jetzt. Scheiße. Ich muss erstmal irgendwie schaffen, diese Kamera hier hinzustellen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich hier bei mir gemacht habe. Wenn ich bei mir in WhatsApp reingehe... Oh, scheiße, jetzt kann man das gar nicht sehen. Okay, ich blende euch jetzt. Ich mache jetzt einen Screenshot davon und blende euch den jetzt ein. Auf jeden Fall habe ich ihr Profilbild gemacht, ich habe ihren Namen gemacht und ich habe ihren Spruch darunter kopiert. Das bin quasi jetzt ich, wenn ich ihm schreibe. Ich habe auf jeden Fall den kompletten Verlauf hier gefaked von den letzten Seiten irgendwie. Alles neu abgeschrieben und abgetippt. Oh Mann, wieso kommen jetzt so viele Autos? Und ich werde jetzt anfange, ihm zu schreiben. Boah, ich bin so... Ich hoffe, der antwortet jetzt überhaupt und hat sein Handy bei sich. Aber eben war er am Handy am Spielen. Also mal gucken, ob er Lust hat, mit ihr zu schreiben. So, ich schreibe jetzt mal... Hey... Boah, ist mir gerade so unangenehm, dass hier so Leute rumlaufen. Ne? Ich fühle mich irgendwie voll beobachtet. Abgesendet. Also bis jetzt ist er noch nicht online gekommen. Ich habe eben noch was anderes gemacht und zwar habe ich einer Freundin geschrieben. Ich will den Julian pranken und brauche eventuell deine Hilfe. Könntest du mir vielleicht zwei Fotos schicken, wie du zwei Tangas in der... Er hat geantwortet. Er hat... Hey... Oh Mann, wieso seht ihr das nicht? Also er hat hey geantwortet mit diesem Brillensmiley einfach. Und er ist immer noch an. Okay, dann schreibe ich jetzt mal alles klar bei dir. Erstmal so eine Runde Smalltalk. Okay, also auf jeden Fall habe ich sie gefragt, ob sie mir zwei Fotos schicken kann, wo sie jeweils einen Tanga so in der Hand hält. Man einfach nur die Hand mit dem Tanga sieht. Er hat schon wieder geantwortet. Ja, bei dir. Ohne Smiley. Ich finde Leute ja immer sehr unsympathisch, die keine Smileys benutzen, Julian. Ich fange jetzt einfach direkt an. Also erstmal ja auch. Und dann wieder ein Kuss-Smiley, so richtig gestört. So, dann schreibe ich ihm jetzt, wie findest du mich eigentlich? Richtig gestörte Frage, wie findest du mich eigentlich? Egal. Also, um zum Punkt zu kommen, meine Freundin hat mir auf jeden Fall zwei Fotos geschickt, aber ihr könnt ja nichts erkennen, doch ganz leicht könnt ihr es vielleicht erkennen, wie sie zwei Tangas in der Hand hält. Ach du Scheiße, ich bin so aufgeregt. Er hat geantwortet, nett, Fragezeichen, Lachsmiley. Und dann sage ich, ja, auch, meinte aber eher, ob du mich hübsch findest. Oh, 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 oh. Der geht aber auf jeden Fall nach jeder Nachricht wieder auf und kommt dann irgendwann einfach wieder online, ne? Oh, er schreibt. Haha, klar. Ja, ja. Ne, der Julian fand die auch. Oh, jetzt geht das Licht hier aus. Scheiße, warte, ich muss kurz mich bewegen hier. Damit das Licht wieder... Okay, warte, ich komme sofort wieder. Was eine Scheiße.
Ja, ich wusste, dass er die sehr attraktiv, glaube ich, findet und nett. Was soll ich jetzt darauf antworten? Scheiße, okay. Oh, warte, er schreibt noch weiter. Was machst du so, fragt er. Okay, warte, ich übertreibe jetzt einfach direkt ein bisschen. Ich schreibe jetzt auch mehr Fragezeichen. Ach so, und dann hat er noch geschrieben, was machst du so, und dann schreibe ich nichts. Nichts, du. Also ich bin aber jetzt als Jana gerade ziemlich mutig, muss ich sagen. Er schreibt, wie mehr Fragezeichen. Und dann antwortet er einfach auf die andere Nachricht, wo ich geschrieben habe, nicht zu, sagt er, auch nicht viel, muss noch mein Video schneiden ohne Smiley. Oh Mann, scheiße. Was soll ich jetzt darauf antworten? Ich antworte einfach so ein bisschen schwammig. Oder nee, warte, ich schreibe, ja, du weißt schon, was ich meine. Punkt, Punkt, Punkt. Fand dich echt sehr sexy an dem Abend im Club. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie das ist, wenn man dieses Video jetzt guckt, ob ihr auch so mitfiebert oder so. Aber ich finde das gerade so unnormal aufregend. Okay, er ist online gegangen, hat's gelesen. Okay, oh Mann, er schreibt, löscht, schreibt, löscht. Kennt ihr das, wenn da oben immer steht, schreibt, dann wieder online, schreibt, online. Service Advanced Track. Was will denn mein Auto? Check Brake System. Ach du Scheiße, jetzt hör mal auf. Komm her. Danke, aber ich habe eine Freundin, bin wirklich sehr glücklich. Oh, das ist aber süß. Oh, das ist ja mega süß. Gott, das ist voll süß. Ich bin gerade irgendwie voll erleichtert und beruhigt. Ich weiß auch nicht warum. Ich war gerade richtig aufgeregt. Wobei der Julian eh der treueste Mensch auf der Welt ist. Warte, ich schreibe jetzt. Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du keine hättest. Alter Falter. Und dann auch so ein Geilheits-Smiley hier, den. Ey, das macht so Spaß, ne? Ohne Scheiß. Oh, fuck. Scheiße, ich bin gerade auf Sprachnachricht gekommen. Zum Glück nur für eine Sekunde. Oh, stell dir mal vor, ich hätte mir jetzt außer so eine Sprachnachricht gesendet. Er ist auf jeden Fall gerade online gekommen und er tippt wieder. So, das müsste ich öfter machen. Ich habe aber eine. Warum fragst du sowas? Okay, warte, ich schreibe einfach so, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt direkt frage ich, ziehe mich... Oh, scheiße, habe ich nicht geschrieben, nicht ziehe. Ziehe mich gerade um. Kann mich nicht entscheiden. Soll ich dir ein Foto schicken? Da wird er eh ja drauf antworten. Und er denkt, wenn ich schreibe, zieh mich gerade um, kann mich nicht entscheiden, soll ich dir ein Foto schicken? Der denkt ja 100 pro einfach, keine Ahnung, von T-Shirts oder was weiß ich, einfach Outfit-Fotos. Jetzt kommt er nicht mehr online. No! Boah, wenn der wüsste, dass ich gerade hier unten in der Tiefgarage einfach im Auto chill und ihn am Verarschen bin, ey. Ach, scheiße. Der war seit 5 Minuten nicht mehr online. Oh, jetzt geht das Licht hier wieder aus. Warte, ich muss wieder durch die Tiefgarage rennen. Scheiß drauf, der kommt nicht mehr online. Ich schicke dem das jetzt einfach. Dann kommt er schon wieder online. Oh mein Gott. Ich schicke mal. Warte, ich muss sie erstmal abspeichern hier aus dem WhatsApp von meiner Freundin. Oh mein Gott, ich habe es wirklich getan. Ich habe es einfach abgesendet. Ich habe einfach die Fotos ihm gesendet. Scheiße. Nein. Oh nein, wieso habe ich das gemacht? Das ist viel zu krass. Er ist online gekommen. Oh mein Gott, er ist online gekommen, hat sich die Fotos angeguckt und er ist wieder aufgegangen. Was? Wieso schreibt er jetzt nicht? Willst du sie auch mal angezogen sehen? Fragezeichen. Was mache ich hier eigentlich, ey? Immer müssen wir so eine Scheiße machen. Er ist online gekommen, er hat's gelesen. Aber er schreibt nicht. Er schreibt wieder nicht, Mann. Er soll einfach schreiben und antworten. Der hat auf gar nichts reagiert. Ich habe dann wie 2 Tanga-Fotos geschickt. Dann habe ich geschrieben... Oh, er schreibt... Scheiße, ist das Licht wieder aus. Scheiße. Jetzt will ich nicht raus... Ey, wenn ihr wüsstet, was gerade passiert ist, ohne Scheiß. Ey, ich war gerade so fertig mit meinen Nerven. Ich habe... Soll ich mal erzählen, was ich gemacht habe? Ja, erzähl. Ich habe gar nichts mehr gefilmt oder so, ne? Nachdem du hörst die Reaktion, film müssen, wie du reinkommst. Nein, ey, ich war so perplex. Ich habe einfach die Kamera ausgemacht, als du das geschrieben hast. Ich halt mal. Die Bibi kam gerade rein. Verdammte Scheiße, wieso habe ich nicht gefilmt? Mit so einer Miene. Bis ich dann meinen größten Lachanfall ever bekommen habe. Ich habe ja geschrieben... Die wissen nicht, was du geschrieben hast. Ich habe einfach das nicht mehr vorgelesen. Sie hat geschrieben, willst du sie auch mal gerne angezogen sehen? Dann habe ich geschrieben, gerne, schick. Schick auch welche ohne. Und schade übrigens, dass im Abend nichts zwischen uns gelaufen ist. Müssen wir nachholen. Ey, ohne Scheiß, der hat das geschrieben. Und ich war so perplex, vor allem, weil er vorher so lieb geschrieben hat.
Auf einmal knallt er diese Antworten daraus. Ich dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst. Alter, wie süß hab ich denn geantwortet? Hast du auch? Ich hab's auch noch in dem Video gesagt. Und dann, auf einmal dachte ich mir, was will die Alte von mir? Warum schickt die mir ihre Unterhosen und so? Denk mir so, boah, ich muss erstmal die Bibi anrufen, dass der erzählen. Will. Auch wieder so süß eigentlich. Suche in meinen Kontakten die Bibi, aber finde keine Bibi. Das hast du wohl nicht bedacht, oder? Ja, ich dachte nicht, dass du jetzt in diesen 20 Minuten mich anrufen willst. Such ich so die Bibi. Und dann irgendwann hat es bei mir so klack gemacht. Dann dachte ich so, das ist ja alles gerade voll komisch. Bin dann auf den Kontakt von dieser Jana gegangen und hab dann mir die Nummer anzeigen lassen. Aber erst nachdem ich auf den Chatverlauf gegangen bin, weißt du, was dein allergrößter Fehler war? Nein. Die Uhrzeiten. Du hast das Gespräch... Wie krank bist du? Du hast das ganze Gespräch kopiert. Scheiße, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe es ja auch einfach direkt hintereinander geschrieben. Ich hatte auch nicht viel Zeit. Ich bin hier rumgerannt, habe die Kamera gesucht. Weil ich dachte, Prank, bestimmt Prank. Habe hier die Kamera gesucht. Na. Du hast ja voll kalte Hände. Ja, weil ich bin auch voll aufgeregt. Du bist aufgeregt. Ja. Ey, es war alles so durchdacht und dann... Du Stalker-Freundin, dreh doch ein Video, wie du mich verfolgst. Ey, das Ding ist, ich habe einfach die Kamera dann ausgemacht, weil ich dachte, okay, das ist jetzt einfach zu privat. Ich will dieses Video nicht mehr drehen. Wolltest du das Video abbrechen? Ja, klar! Und doch nicht hochladen. Das war die Nachricht. Schade, dass nichts gelaufen ist, ne? Wie du auf einmal gar nicht mehr mit der Kamera redest. Ey, ich war einfach so mega verwirrt. Oh, Bibi, du bist ja... Komm, jetzt gehst du sogar nah mit dem Kopf ran. Oh, das war ja voll süß. Da sitzt die Bibi, die so, oh, den Prank-Mails. Und plötzlich so... Können wir vielleicht nochmal einblenden, wie der die Mundwinkel so runterrutschen? So, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und sonst verlinke ich euch jetzt Julians neues Video auch hier am Ende. Was hast du nochmal für ein Video gedreht? Ich hab's vergessen gerade. Hier, meine Haare sind noch alle lila. Ach ja. Also, wenn ihr das sehen wollt, guckt hier auf jeden Fall Julians Video an. Und das war's jetzt. Bis zu meinem nächsten Video und wir sagen... Schreibt alle in die Kommentare, Julian, du hast süß reagiert. Tschüss.